Wir haben den kompletten Teig in 4 kleinere Kügelchen gemacht, damit und dann immer nur ein Kügelchen reingeholt von draußen und dann bleibt das hier mal schön kalt und dann ist das besser portionierbar. Hatten wir so mal überlegt. Da hat man nicht so einen riesen Klumpen. Houston, wir haben ein Problem. Ja, das kannst du vergessen. Also, wir haben den Teig mit Mehl etwas noch durchgewalkt, weil das sehr klebrig war, wie das vorhin zu sehen war. Hier an der Kante angesetzt, gedrückt und fixiert, gedrückt. Langsam gerollt, dann ergibt sich die Höhe der Kekse von ganz alleine. Jetzt fummeln wir die auseinander und lassen die im Moment liegen. Wir haben jetzt ein bisschen Mehl drüber gestreut, damit die Rolle nicht da dran pappen bleibt. Und zwar normales Mehl, kein Kartoffelmehl. Das sind jetzt 10 Minuten. 10 Minuten im Ofen bei 175 Grad. Ganz gut. Voll der Schmierfarm. Also wenn ich das mache. Wir könnten eigentlich die ganze Küche dann backen. Weil alles voll Mehl ist. Voll Mehl. Also das ist nichts für Hektiker. Wie mich. Aber so ist das. In der Weihnachtsbäckerei. So. Schauen wir mal.